Als Heinz Daracek am nächsten Abend wiederkam, war ich froh, ihn zu sehen. Denn seine Worte trösteten mich. Bevor er sich aber setzte, legte er eine Schachtel Tabletten vor mich auf den Tisch. »Die müssen Sie nehmen«, sagte er. »Alleine werden Sie es nicht schaffen. Das sind Antidepressiva. Sie werden sonst in absehbarer Zeit einen Zusammenbruch erleiden.« »Psychopharmaka? Nein«, sagte ich, »das lehnte ich entschieden ab.« Aber von nun an kam er jeden Abend und redete beruhigend auf mich ein. Als ich wieder eine schwere Panikattacke bekam, nahm ich die erste Tablette. Es war wie ein Wunder. Die Schmerzen im Magen hörten auf und ich verspürte zum ersten Mal seit Monaten so etwas wie Hunger. Von diesem Moment an ging es mit mir aufwärts. Unter der Aufsicht von Heinz Daracek schluckte ich täglich meine Medizin. »Es wird 2 Wochen dauern, bis die Tabletten richtig greifen«, meinte er. Und genau so war es auch. Die Angst wich, ich spürte mich wieder und Tränen flossen. Es war so, als wäre in meinem Inneren ein Damm gebrochen. Einen ganzen Tag lang weinte und weinte ich, während mein Retter wortlos daneben saß und mir Taschentücher reichte. Das Essen schmeckte wieder und ich stellte fest, was für einen wunderschönen, zauberhaften Sohn ich hatte. Herr Daracek kam jeden Abend und schaute, wie es mir ging. Wir führten endlose Gespräche. Und als ich mich nach ungefähr einem Monat erheblich besser fühlte, stellte ich fest, wie schlecht es diesem Mann im Gegensatz zu mir auch heute noch ging. Im Grunde hatten ihn seine unzähligen Auslandseinsätze mit der Zeit zerschlissen. Je näher ich ihn kennenlernte, desto mehr begriff ich, dass er ein gebrochener Mann war. »Ich bin seit damals nicht mehr in der Lage, ein Flugzeug zu betreten«, erklärte er mir einmal. Und ich bekam auch mit, dass er immer noch starke Medikamente zu sich nahm. In dieser schlechten Verfassung hatte er die anstrengende Reise mit einem Bus von Österreich nach Saudi-Arabien auf sich genommen. Mir hingegen ging es jeden Tag ein Stück besser. Und mit der Zeit wollte ich auch gar nicht mehr über Ängste und Depressionen reden. Als ich das erste Mal mit Konstantin, den ich in einem Tuch an meinen Körper gebunden hatte, den Strand entlang lief, tauchte ein Gefühl in mir auf, das ich längst vergessen hatte. Der Geschmack von Salz auf der Zunge und das Rauschen des Meeres und dazu die Wärme meines schlafenden Kindes. Glückseligkeit. Liebe Follower, dank euch wächst der Kanal stetig. Wir haben mittlerweile sogar Zuhörer aus der ganzen Welt. Nur mit den Abos hapert das noch etwas. Dabei kosten die ja nichts. Und den Daumen hoch ist auch ganz wichtig. Wir hören uns. Bis bald. Musik